Hallo Leute, wir möchten euch heute die Weberameisen Ecophyllas marginata vorstellen. Sie ist noch mit der Ecophylla longinoda, die in Afrika vorkommt, eine der letzten noch vorkommenden Spezies der Gattung Ecophylla. Sie gehört zu den Schuppenameisen. Diese verfügen über Ameisensäure, haben aber keinen Stachel. Ihr Verbreitungsgebiet ist von Indien über Südostasien bis nach China, auf einigen Pazifikinseln anzutreffen, aber halt auch auf den tropischen Norden von Australien. Diese Regionen sind tropisch und subtropisch, das heißt, die Insekten sind das ganze Jahr über aktiv, daher hält Ecophyllas marginata auch keine Winterruhe. Das Besondere bei dieser Art ist, oder bei Ecophylla allgemein, sind die Farbvarianten, weil die variieren bei der Königin oder bei der Gyne teilweise von rot, braun, orange bis gelb und auch grün. Dieses charakteristische, diese grüne Färbung, dieses Marktgrüne, das kommt halt hauptsächlich bei den, oder kommt eigentlich nur bei den Arbeiterinnen der australischen Form vor. Bei den anderen Regionen oder bei den Arbeiterinnen der anderen Regionen, da sind die Farbvarianten dann wirklich nur orange-braun. Bei Ecophylla ist vor allen Dingen wichtig, dass sie keine Nester am oder im Boden bauen, wie viele andere Ameisenarten, sondern sie nisten in den Bäumen. Sie haben eine arboreale Lebensweise. Die Königinnen sind klaustral und nehmen so lange kein Futter auf, bis ihre eigenen ersten Arbeiterinnen geschlüpft sind. Also sie verlassen ihre Mutterkolonie nach dem Schwarmflug, suchen sich eine Unterseite von einem Blatt, an der sie sich festhalten und warten dann darauf, dass ihre ersten Arbeiterinnen schlüpfen und anfangen, sich um sie zu kümmern. Die Tiere sind unter anderem sehr wärmeliebend. Das heißt, 24 bis 28 Grad Celsius ist so das Optimale für die Entwicklung der Brut. Die Arbeiterinnen von Ecophyllas marginata sind unterschiedlich groß. Die kleinsten sind 6 mm, die größten bis zu 14 mm groß. Das nennt man Polymorphismus. Durch diese unterschiedlichen Größen haben sie auch unterschiedliche Aufgabenbereiche. Die kleinsten kümmern sich im Nest um die Königin, füttern die Brut und halten alles sauber. Und die größten sind außerhalb des Nestes unterwegs und übernehmen vor allen Dingen gefährliche und kraftraubende Arbeiten. Also sie bauen die Nester, sie verteidigen das Revier gegen Eindringlinge und sie gehen auf die Jagd. Die besondere Lebensweise von Ecophylla, nämlich das Leben in den Bäumen, ermöglicht es ihnen, an so ziemlich jedem Ort im Wald zu nisten. Dadurch ist es eine sehr, sehr häufige Art, die in ihrem Verbreitungsgebiet sehr oft vorkommt. Und sie sind in der Lage, sehr, sehr große Kolonien zu bilden. Mehrere hunderttausend Individuen sind keine Seltenheit. Und dadurch, durch diese großen Kolonien und durch dieses sehr häufige Auftreten, sind sie sehr präsent. Da heißen die Menschen in ihrem Verbreitungsgebiet, denen waren diese Ameisen schon immer ein Begriff, sie kennen diese Ameisen gut. Und die Eier und die Larven gelten deswegen auch als Delikatessen, weil sie oft vorkommen und leicht verfügbar sind. Ecophyllas marginata sind sehr dominant, das ist eine sehr territoriale Art. Zuerst markieren sie ihr Gebiet mit ihren Ausscheidungen. Das sind kleine bräunliche Tropfen, die man dann auf den Blättern, auf den Zweigen sehen kann. Und nachdem das Revier markiert wurde, verteidigen sie es gegen so ziemlich jeden Eindringling, der auftaucht, ganz egal wie groß. Großen Kolonien ist es auch möglich, sehr große Angreifer in die Flucht zu schlagen. Durch die Kombination von ihren hunderten Bissen und der Ameisensäure fügen sie den Tieren oder den Angreifern schmerzhafte Verletzungen zu und können sie so in die Flucht schlagen. Dadurch, dass die Kolonien so groß sind, haben sie einen sehr großen Futterbedarf. Das heißt, dass sie bei der Jagd auf Futterinsekten nicht wählerisch sind, sondern sie jagen so ziemlich alles, was sich in ihrem Gebiet bewegt. Und diese Eigenschaft ist schon lange bekannt. Die ältesten Erwähnungen stammen aus China, das ist vor ungefähr 1700 Jahren. Da wurden sie als biologisches Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt. Die meisten Ameisenarten sind sehr reinlich. Sie legen feste Hallen an, wo sie anfällende Futterreste und Müll entsorgen, müssen diesen Müll aus ihrem Nest raustragen, zu diesen Hallen transportieren und verstecken die teilweise sogar noch. Und bei Ecophyllas marginata ist das nicht der Fall. Sie können ihre anfällenden Abfälle einfach über den nächsten Blattrand werfen, was eine sehr effiziente Art der Abfallentsorgung ist. Und es entstehen keine festgelegten Hallen, die eventuellen Fressfeinden den Aufenthaltsort der Kolonie verraten könnten. Majorarbeiterinnen von Ecophyllas marginata legen Futtereier. Das heißt, das sind unbefruchtete, nicht lebensfähige Eier, die an die Königin verfüttert werden. So stellen sie der Königin noch zusätzliche Energie für die Brutaufzucht zur Verfügung. Dass die Eier nicht lebensfähig sind, liegt an dem Königinpheromon. Das ist ein chemischer Botenstoff, den die Königin produziert, der sich in der Kolonie anreichert und der die Arbeiterin davon abhält, lebensfähige Eier zu legen.
Verstirbt die Königin allerdings, dünnt dieser Stoff nach und nach aus und die Arbeiterinnen können lebensfähige Eier legen. Die sind zwar unbefruchtet, aber aus ihnen schlüpfen Männchen, die noch in der Lage sind, die genetischen Informationen der Kolonie weiterzugeben, selbst nachdem die Königin eigentlich schon verstorben ist. Was auch bei dieser Art sehr interessant ist, die bauen auch wirklich ihre Nester so Meter hoch oben in den Bäumen. Dazu weben sie so Büschel von Blättern zusammen, das sind dann so frei hängende Nester. Und diese Nestsysteme, die sind dann wirklich auch über mehrere Bäume verteilt und es sind dann auch so Dutzende von Nestkugeln, die dann auch überall im Wald verteilt sind. Das hat den Tieren natürlich auch einen evolutionären Vorteil gegeben, weil dadurch war es dann auch so möglich, dass sich große Kolonien bilden, sodass wirklich mehrere hunderttausend Individuen dort sich zusammengetan haben und insofern halt auch in diesem Lebensraum dominieren. Also beim Bau dieser Nester, ja, das ist halt so, dass eine Arbeiterin, die zieht dann so ein Blattwerk so ein bisschen zusammen und wenn sie Erfolg hat, kommen auch noch andere aus der Gruppe hinzu und unterstützen sie. Die Webermeisen haben halt auch die Fähigkeit, wirklich lange Ketten zu bilden. Das heißt, sie hängen sich oder sie verbeißen sich ineinander und können dann wirklich lange Strecken, also ich habe schon mal so gesehen, so 20, 30 Zentimeter teilweise, die sie dann wirklich so zusammenziehen, dieses Blattwerk, und dadurch dann auch große Hindernisse überbrücken können. Diese Haftkraft, die Tiere haben, also dass sie dann auch wirklich so das Ganze zusammenziehen können, die ist wirklich immens. Man kann sich das so vorstellen, also wenn ich das jetzt auf einen Mensch projiziere, das wäre ungefähr so, als wenn man so an der Decke haftet und nochmal so 3 PKWs an Gewicht, an Last an sich dran hat. Ja, also so kann man sich das Ganze ein bisschen vorstellen. Zum Verbinden, wenn sie die ganzen Blätter so zusammengezogen haben, um halt diese Nester auch zu verbinden, verwenden sie so ein seidenartiges Sekret. Man kennt es vielleicht von Larven, wie bei diesen Schmetterlingslarven, die sich ja dann später in so einem Kokon so ein bisschen einspinnen. So ist es halt auch bei diesen Larven von den Weberameisen. Und dazu nehmen halt die adulten Tiere die Larven so zwischen die Mundwerkzeuge und ziehen die ganzen dann halt auch immer so hin und her, also verkleben das Ganze wie so eine Tube, sieht das dann manchmal aus, als wenn sie das Ganze so verkleben. Und ja, das hält auch wirklich zuverlässig. Also das Ganze ist dann auch wirklich fest verklebt. Sie machen dadurch dann halt auch in diesen Kugeln nicht nur die Außenbereiche, sondern auch drinnen kommen dann so eine Zwischenebenen, also so eine Zwischenböden und auch die Wände werden damit verkleidet. Dadurch können sie sich dann auf verschiedene Kammern einbauen, das ist dann auch wirklich stabil. Für die Larven ist es nicht weiter schlimm, weil diesen Rohstoff, den sie abgeben, ja, sie verbrauchen wirklich den gesamten Rohstoff, den sie haben an diesen Fäden, aber diese Nacktpuppen, die sterben dadurch jetzt nicht, sondern die sind ja geschützt in diesem Nest, was sie haben. Also diese feuchten Blätter geben ja auch Feuchtigkeit ab und da drin hält sich auch so ein kleines Mikroklima und sie werden ja auch, also sind dadurch geschützt und die adulten Tiere pflegen die Tiere so, dass es dann auch kein Problem ist für die Larven. Es gibt verschiedene Nutzungen für diese Nestkugeln. Ja? Also der Hauptgrund oder Hauptnutzen ist natürlich, so die Königin unterzubringen mit den Brut, Eiern und Larven, dass die natürlich erstmal geschützt sind. Aber dieses Territorium ist ja recht groß und in den Randbereichen dieses Territoriums, da haben sie ja auch Nestkugeln. Da sind dann die adulten Tiere untergebracht, also die großen, kräftigen Tiere, die dementsprechend auch schon ein gewisses Alter haben. Die dienen wirklich dazu, um natürlich dann dieses ganze Territorium zu verteidigen. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund oder einen anderen Nutzen für diese Nestkugeln. Und zwar gehen die Tiere ja auch so eine Futtersymbiose ein, so mit pflanzensaftsaugenden Insekten, ja, die halt dann auch manchmal heißt es Honigtau bei Blattläusen, also die so ein zuckerhaltiges Sekret abgeben, wovon die sich ernähren. Und diese Insekten werden dann auch geschützt in solchen Nestkugeln untergebracht. Ja, es gibt auch noch andere Ameisenarten, die man so als Weberameisen bezeichnet, die aber nicht dieses ausgeprägte Nestbauverhalten haben wie die Ökophyller. Ich spreche hier zum Beispiel von der Polyrachis, also von der Gattung Polyrachis. Diese bilden jetzt keine so langen Ketten, dass sie sich da ineinander verbeißen und dann dadurch Blattwerk zusammenziehen, sondern die suchen sich eigentlich eher so schon fertige Bereiche, also wo schon so ein bisschen Busch zusammen ist oder Äste ein bisschen zusammen liegen und verwenden dann so totes Material, also Bodensubstrat, was auf dem Boden liegt oder irgendwelche trockenen Pflanzenteile, verweben das Ganze, bauen das Ganze so ein bisschen mit dran. Ja? Und die haben dann auch nicht so diese klassische Straßenbildung, sondern laufen halt auch ein bisschen wild so durcheinander. Auch beim Webverhalten ist es so, das heißt bei den Ökophyllia, die haben wirklich so ein gewisses Bewegungsmuster, also um dementsprechend das Ganze halt auch zu verweben. Das ist halt auch bei der Gattung Polyrachis nicht der Fall. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Ameisenarten, also auch die webfähig sind. Das sind so Dendromyrmex, aber die haben so ein ganz primitives Webverhalten. Zur Kommunikation haben wir auch noch was. Und zwar wissen wir über Ökophyllia smaragdina, dass sie über ein sehr, sehr komplexes Sozialleben verfügen. Und wird nur möglich dadurch, dass die Tiere untereinander kommunizieren und untereinander Informationen austauschen. Dies tun sie über mehrere Wege.
Einmal tun sie das über Berührung. Sie betasten sich gegenseitig mit ihren Antennen und geben so Informationen weiter. Und es gibt auch bestimmte Bewegungsabläufe, die andere Nestgenossinnen sehen und daraus Informationen ziehen. Diese Bewegungsabläufe sind nur interessant, weil Ökophilia über eine sehr, sehr gute optische Wahrnehmung verfügt, was nicht bei allen Ameisen der Fall ist. Als letztes und wichtigstes gibt es die chemischen Botenstoffe, die Pheromone. Damit läuft ein Großteil der Kommunikation in der Kolonie. Die sind vor allem wichtig, um den Zusammenhalt in der großen Kolonie zu gewährleisten, dass alle nach der gleichen Königin riechen und dass die ganzen Tiere sich untereinander erkennen und sich nicht aggressiv gegeneinander verhalten. Sie markieren mit Pheromonen ihr Gebiet. Das heißt, sie zeigen auch anderen Ökophilia-Kolonien ihr Gebiet an, durch den Koloniegeruch, den sie überall verteilen. Und sie geben Alarmsignale mit diesen Pheromonen weiter, wenn Feindkontakt herrscht, also wenn ein Eindringling an der Grenze des Gebiets auf Ameisen stößt, dann geben die diese Pheromone ab, dass die Nestgenossinnen weiter hinten das mitbekommen und zur Hilfe eilen. Und es werden auch neue Futterquellen damit angezeigt, dass die Tiere in der Lage sind, möglichst schnell neue Futterquellen zu erschließen und für sich zu beanspruchen. Als soziales Insekt stellt hier wirklich jedes einzelne Individuum sich in Dienst der Gemeinschaft. Das fängt damit an, dass die Larven zum Beispiel ihre Fäden an die gesamte Kolonie abgeben, dadurch, dass sie einen Kokon bauen. Oder die adulten Tiere ihre Energie an die Königin abgeben. Auch die Tiere in den Grenzgebieten setzen ihr Leben aufs Spiel, um die Kolonie zu beschützen. Zusammen, auch mit dem besonderen Nestbau und dieser besonderen Form der Kombination, trägt das Ganze dazu bei, dass die Ökophilia smaragdina halt in ihrem Verbreitungsgebiet als eine der häufigsten und dominierendsten Spezies zählt. Ja, wie kann man die Tiere halten? Also wenn ich jetzt so eine kleine Starterkolonie habe, dann empfehlen wir auf jeden Fall, dass man erstmal auch ein kleines Becken nimmt. Es gibt so kleine Starter-Sets, die wir auch anbieten. Oder ihr habt die Möglichkeit, die Tiere in so einer Insel zu halten. Also dass ihr eigentlich so mit einem Wassergraben und einer Pflanze erstmal aufstellt, so eine kleine Pflanze. Das ist für den Anfang ausreichend. Natürlich könnt ihr die auch in so einer Ameisenfarm halten. Oder halt, dass ihr aus Neströhrchen, so mehrere Neströhrchen zusammenpackt. Es gibt das klassische Beispiel mit solchen Reagenzglasbaum. Wir selber bevorzugen aber die Haltung eher in möglichst naturnahen Formikarien. Dazu zeige ich euch mal was. So. Das wäre zum Beispiel jetzt hier so ein Terrarium einer gewissen Größe, also wo man halt auch drin so Pflanzen drin hat. Oder halt diese freistehende Variante, das heißt eine Pflanze auf so einer Insel, wo drumherum Wassergraben ist. Bei den Pflanzen wäre wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr Pflanzen nehmt, die möglichst weich sind, aber halt auch große Blätter haben. Das wäre hier zum Beispiel diese Glückskastanie, es ist genauso halt auch ein Ficus oder halt dieses Blattwerk hier von dieser Monstera. Das können auch die Tiere wunderbar hier auch noch als Nest verwenden. Achtet darauf, dass ihr Pflanzen nehmt, die nicht unbedingt aus dem Baumarkt kommen oder aus dem Gartencenter, weil hier wird häufig mit Pestiziden gearbeitet und so eine Kolonie würde dann schnell auch eingehen. Ideal wären zum Beispiel Pflanzen irgendwie aus einer Biogärtnerei oder wenn ihr vielleicht eine Pflanze zu Hause habt, die schon irgendwie ein Jahr bei euch ohne irgendwelche chemische Behandlung herumsteht, dann könnt ihr die natürlich auch verwenden. Wenn ihr jetzt ein Terrarium hier einrichtet, ja, dann wäre es natürlich am wichtigsten, erstmal so einen Ausbruchschutz anzubringen. Also hier habe ich als Beispiel oben so einen Ölfilm, sodass die Tiere jetzt hier nicht, wenn ich den Deckel öffne, nicht rauskommen. An der Seite hat sich hier so eine Pulverbeschichtung als ganz gut bewährt. Das wäre jetzt erstmal so das Wichtige von der Temperatur her, um eine gewisse Temperatur hineinzubekommen, empfehlen wir hier so ein Spotlicht, also eine Lampe, die von oben das Ganze halt erwärmt. Man sieht auch, dass die Tiere sich dann dort auch gerne aufhalten. Oder ihr könnt natürlich auch eine Heizmatte auf der Rückseite platzieren. Bei der Variante, die frei im Raum steht, geht natürlich nur ein Spotlicht. Das heißt, hier ist es wichtig, dass dort, wo dieser Nestbereich ist, dass darüber halt eine Lampe platziert ist, die Temperatur, da wo dieses Nest ist, das ist halt wichtig, dass wir die Temperatur von 24 bis 28 Grad hinbekommen. Jetzt der andere Bereich, der kann auch normal bei Raumtemperatur stehen. Zum Befeuchten reicht es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen Handsprüher nehme. Ich kann hier, sage ich mal, den Baum immer besprühen. Ich sollte es in regelmäßigen Abständen machen oder halt hier auch im Terrariumbecken. Man kann natürlich auch mit automatisierten Nebelsystemen arbeiten, die das Ganze halt befeuchten. Da diese Ameisenart sich auch von dem zuckerhaltigen Sekret von pflanzensaugenden Tieren ernährt,
die dieses Sekret ja auch abgeben, könnt ihr ja wunderbar auch verschiedene zuckerhaltige Futtermittel anbieten. Ob das jetzt Fruchtzucker ist, ob es eine Zuckerlösung ist oder Honig, ist jetzt nicht so wichtig. Sehr gerne nehmen die zum Beispiel auch Früchte an. Das heißt, wenn ihr ein Stück von der Weintraube oder ein Stück von der Wassermelone, wird es auch sehr gerne angenommen. So eine Kolonie wird locker, ja, also 8 Jahre habt ihr mindestens so, also wie alt so eine Kolonie wird, aber man geht auch von 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahren aus. Genaue Zahlen haben wir da jetzt nicht gefunden, also wir hatten dann die Erfahrung gemacht, immer so bei Ausstellungen, dass irgendwie so 10, 15 Jahre auf jeden Fall realistisch sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt zum Abschluss noch mal kurz anschauen, wie so eine Ameisenkolonie umzieht. Also ihr seht hier, wie eine Königin in den Nestbereich getragen wird. Also wir haben jetzt hier so ein Reagenzglas platziert. Die tragen jetzt die Königin hinauf. Das ist so ein klassischer Königinumzug. Und man kann dann hier beobachten, wie sie dann in das obere Blattwerk ziehen und dort anfangen, die Blätter zusammenzuziehen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch, hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.